Hallihallo, Hallöchen, wir spielen wieder LS19 Landwirtschaftssimulator 2019 auf der Karte Felsbrunn mit Seasons, Industrie und vielen, vielen imaginären Leuten, die ich mir da ausgedacht habe. Und zwar sind wir heute hier unterwegs. Wir haben uns den Trecker ausgeborgt von Hartmut. Ich bin Helmut, das sind zwei Brüder. Und ja, wir brauchen einen Heuwender. Den holen wir vom Bauer Mike. Der Bauer Mike ist noch zufällig hinter mir mit der Spritze. Und wir fahren jetzt zum Hof. Der Helmut hat noch die Anhänger mitgenommen, um noch für den Hartmut, der ja die Schweine züchtet, noch Futter mit hochzubringen, was er noch besorgen soll, wenn er schon runterfährt. Und das will er auch tun. So, und beim Bauer Mike hat sich nämlich einiges getan, hat mir erzählt, er musste sein Gülle-Lagerstätte platt machen. Der hat ja da so ein großes Becken gehabt und das ist mittlerweile so in den Jahren gekommen, damit es auch nicht mehr ganz dicht war und das auch nicht mehr gelohnt hat zu reparieren. Das ist komplett weggerissen und jetzt ist es so, jetzt kommt da dann demnächst Neues hin, wo er Gärreste und Gülle lagern kann und von da aus aufs Feld bringen kann. So, wir nehmen den langen Weg diesmal. Gut. Oh, was ist jetzt da los? Ich hab's noch gedacht. Okay, geht wieder. Er kommt. Alles klar, wer weiß wie lange. So, kann ich jetzt hier einsteigen? Oh, ist noch ein Auto zwischen. So, Gerste soll man mitbringen und Raps, hat er gesagt, und natürlich den Zitter, den Heuwender, weil es gab ja vor kurzer Zeit ein Update von vom Seasons und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich jetzt das Heu dann doch einmal wenden muss, damit es Heu wird und nicht 24 Stunden liegen bleiben muss, weil es liegt schon 24 Stunden und es ist kein Heu geworden, also versuchen wir die Variante, wäre natürlich auch viel realistischer. So. Jetzt wären wir hier bei Bauer Mike, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Jetzt wird er mir hier wahrscheinlich gerade mal. Wo ist er denn jetzt wieder? Oh. Oh, da kommt es. Oh. Der fährt aber auch einen heißen Zahn. Mach langsam! Ja. Und ich sag noch, mach langsam. Uiuiui, da müssen wir mal hier nach der Federung schauen. Vielleicht sind wir auch ein bisschen überladen. Genau, da sind die neuen AW80-Anhänger für den Unimog. Oder zu den Unimog. Hier haben wir die Tür aufgelassen. Wir haben nämlich hier die restliche Gülle reingemacht oder Gärreste. Und hier ist komplett erstmal alles eben platt gemacht. Komplett platt. So, was wir hier im Silo haben, das wäre eigentlich noch. Oh, hier steht auch noch der Anhänger im Weg.
Müssen wir auch noch wegräumen. Sonst können wir da gar nicht, gar nichts rauslassen. So, der Helmut braucht doch was für seine Tiere. So, wir schmeißen mal hier unseren letzte Errungenschaft hier an. Mit einer ordentlichen Hupe. Oh, warte, ich muss aufpassen, damit ich die Tür nicht abfahre. So, wir nehmen die Anhänger mal weg und ich glaube, die sollten auch ja, nicht unbedingt da stehen. Falls ich doch mal noch irgendwas aus dem Silo rauslassen muss, ist das genau im Weg hier. So, der Anhänger hier schon komplett eingewachsen. So, und langsam wird es Zeit für eine neue Halle. Ich weiß aber nicht, ob denn die Bank da noch großartig Kredit verteilt oder nicht. So, wir machen hier gleich mal aus. Wir koppeln aber trotzdem ab. So, jetzt haben wir da auf jeden Fall schon anhängertechnisch sind wir da gut gewappnet schon. Meine Güte. So, Helmut. Guck mal mit. Helmut im John Deere, das hat er sich auch nie träumen lassen. Der ist ja eigentlich eher so ein Fendt-Fan. Mal gucken, ob wir überhaupt was haben. Wahrscheinlich haben wir gar nichts für dich hier. Aber, sonst rufen wir meinen Kumpel an. Hasenfude. Der kommt dann vorbei. Weizen haben wir nicht, Gerste haben wir nicht, Raps haben wir nicht, Sonnenblumen haben wir nicht, Soja haben wir nicht, Mais haben wir nicht, Kartoffeln haben wir nicht, Rüben haben wir nicht. Wir haben gar nichts drin. Hackschnitzel haben wir. Wo haben wir denn die her? Ah, genau. Also komplett leer. Stroh haben wir drin. Okay. Der Stroh rein. Mist, Schweinefutter, Kalk. Ja, tut mir leid. Da müssen wir erst noch eine Bestellung aufgeben, damit hier noch was ins Lager kommt. So, aber da können wir nämlich gleich mal gucken. Es kommt nämlich die Baufirma und baut hier ein neues super Lagerstätte für Gülle und Gärreste hin. Und das werden wir jetzt zusammen tun. So, und zwar haben wir da das Manure-System, damit wir, ich glaube, das heißt so. So, Güllelager. Und da können wir nachher 1.718.000 Liter ganz genau reinmachen. Genau, kostet 125.000 und würde sich wahrscheinlich hier irgendwie noch anbieten. Muss da aufpassen. So, alles was grün ist, ist nachher gepflastert. Ich glaube, wir könnten das eigentlich so nach vorne nehmen. Hinten kommen wir noch vorbei. Noch weiter nach vorne gehen. Kommen wir auf jeden Fall vorbei. Können wir hier... Müssen einfach aufpassen, damit wir uns die Einfahrt nicht kaputt machen da. Sollte eigentlich gehen. Dafür machen wir hier noch dieses Steuerung an. Dann sehen wir auch, was es gerade kostet. Da nach hinten gehe, wird es natürlich günstiger. Oder bin ich da schon fast zu dicht dran? Ich würde nämlich da gerne noch vorbeifahren können, sage ich mal. So sieht es doch gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen.
Wir werden das Ganze, ich denke, da komme ich überall ringsherum vorbei. Vorne kann ich aufmachen und den Rest machen wir denn mit dem Landschaftstool. Also, wir setzen das Ding dahin. Jawohl, so sieht's aus. Ist jetzt nicht so schlecht geworden, sage ich mal. Es war ein bisschen so ein, ja, die Pflasterarbeiten des ringsherum. Muss das so aussehen? Aber jetzt können wir hier noch ein bisschen nacharbeiten, sage ich mal. Und da können wir jetzt die ganze Technik anschließen. Jetzt ist natürlich nichts drin. Wir werden mal gucken, ob wir überhaupt was reinmachen können. Bin mir nämlich nicht ganz sicher, wie das jetzt da alles funktioniert. Wir haben noch etliches Equipment zum Kaufen beim Händler. Haben wir aber alles noch nicht besorgt. So, da kann der Helmut mal gucken, wie das hier geht, hier auf dem richtigen Hof. Ich hoffe, das geht auch. Das vorher nicht getestet. Das ist jetzt Premiere. So, das ist da unser kleines Ausbringfass. Haben da zwar eine Pumpe dran, aber ob das funktioniert hier irgendwie. Natürlich auch kein Schlauch, nix. Das sieht nämlich gar nicht so aus, als ob ich da irgendwas machen kann. Komplett Katastrophe. Da kann ich auch nichts mehr anschließen. Wahrscheinlich ist es sowieso komplett das falsche Fass, damit wir das gar nicht mehr nutzen können. Aber was cool ist, ich kann hier rumfahren. Ja, das ist jetzt nicht so spektakulär. Aber ich würde sagen, wir gehen mal noch zum Händler. So, wir lassen das mal da. Oh, das ist aber enge Kiste da. Weiß auch nicht, ob ich vielleicht sogar. Oh, der Helmut muss jetzt halt warten, bis er da das Zeug mitnehmen kann. Ob ich vielleicht das Gewicht auch da lasse. Dann holen wir mal noch Equipment. Oh, da haben wir aber einen riesen Absatz, den muss ich noch bearbeiten. Das geht so nicht. Komm mal hinne, es geht um Scheiße. Jo, hallo Kumpel, du hast doch gesagt, du hast da noch Equipment für die ganze Güllevorrichtung hier. Gülletechnik. Für mein neues Projekt hast du da noch was besorgt? So, jetzt müssen wir mal gucken, wo das ganze Zeug hier ist. So, da ist schon mal ein Schlauch. Das ist schon mal gut. Davon. Gibt es da verschiedene? Mist, den brauche ich denn?
Das soll ich aber Standard auch noch mitnehmen. So, haben wir. Alles klar. So, steht jetzt eigentlich dran. Da, das ist die Pumpe für den Trecker. Die brauche ich auch. Okay, haben wir. Das ist ein Sniffle-Stick. Das ist denn, wenn ich zum Beispiel das Teil da habe und den Arm darunter mache, kann ich eigentlich genau da drauf. Das weiß ich noch nicht, ob ich das brauche. Aber so wie es aussieht, was dran? Außer mein Fass, was ich habe, das hat natürlich nichts. So, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Aber natürlich die Schläuche. Das läuft ja wieder wie ein Länderspiel hier. Das ist eigentlich irgendwie anders vorgestellt. Aber das ist ja meistens so. So, wir fahren jetzt schnell zurück, dann nehmen wir den Unimog und da schmeißen wir die Schläuche hinten drauf. Das sollte ja gehen. Dann gucken wir mal, ob wir die richtigen dabei haben. Und hier bei der Einfahrt muss ich noch ein bisschen was machen. So. So, der Unimog steht da drüben. Den habe ich das letzte Mal noch gehabt, um die Tiere zu füttern. Das ist unser Allrounder, der kann auch alles. Los geht's. Die hat noch die bessere Hupe. So, mal gucken, ob das was wird hier. Oh mein Gott, kriege ich das da drauf? Meine Güte, der ist total schwabbelig. Einer? Zwei, meine Güte. Das ist eine wackelige Angelegenheit. Oh. Kann ich das jetzt noch irgendwie festmachen? Okay, da geht schon irgendwie.
Super. Perfekt geladen. So, jetzt gucken wir mal. Kann ich das nehmen? Oh, sorry. Das glaube ich nicht der richtige. Brauch den normalen Standard hier. So, vielleicht sollte ich den Helfer anmachen. So. Aha. So geht das. Einmal ankuppeln, jawohl, jetzt nehmen wir das Stift da. Sind wir da ein bisschen nicht so gut? Flo? So, das würde schon mal funktionieren. Für mehr hat es nicht gereicht. So habe ich den Schlauch nicht genommen. So, wie die ganze Sache richtig funktioniert. Wir müssten mal noch unseren Kumpel anrufen, Hasenpfote, der muss eh noch mal herkommen. Und der soll doch mal den Kollegen mitnehmen. Mit dem Fass. Der hat ja so ein Ausbringfass quasi. Nee, Ausbringfass, Transportfass. Genau, das werden wir ihm mal fragen. So, Kollege Hasenpfote wohnt natürlich hier. Und der hat nämlich hier das richtige Fass nämlich schon zu stehen. So, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich da noch die Schläuche verbinden muss. Oder ob das nicht geht. Ich glaube, das geht hier nicht. Oh. So, der kommt aber nicht allein. Der kommt nämlich mit
mit seinen Kollegen hier, weil der hat nämlich noch ein bisschen Gerste geladen. Und dann kann der nämlich schon Gerste für den Helmut mitnehmen hier. So, okay, los geht's. Und hier ist an der Seite nämlich noch Platz für Schläuche zum Drauflegen. Da wollen wir nämlich mal gucken, das funktioniert bestimmt auch. So, Attacke, Großeinsatz. Bauer Mike hat was Neues, dem muss geholfen werden. So, dann können wir bald ein Unimog-Treffen machen. Muss nur noch Hackstiel kommen mit seinem Unimog. Den haben wir schon drei auf der Karte hier. So, der ist aber ziemlich was schnell unterwegs hier, mein Junge. Hä? Kommt der andere eigentlich irgendwann hinterher oder schläft er da hinten? Was ist denn da los? Okay, jetzt geht's aber schwer bergauf. Wir sind doch leer. Okay, der Unimog hat auch nicht, weiß ich, wie viel PS. Hat bloß ein bisschen über 200, hätte ich gemeint. Dachte, das reicht. Aber mit dem Realistik-Mod macht ihn das jetzt wahrscheinlich schon zu schaffen. So, der LKW ist gar nicht zu sehen. Doch, da hinten kommt er. Ah, perfekt. Genau, du musst eigentlich dahin. Okay, geht ein bisschen länger. So, und wir wollen mal gucken, ob wir hier bei BGA noch was rauskriegen. Der hat hier schon die richtigen Anschlüsse an der Seite dran. Aber ich weiß nicht, wie das hier aussieht eigentlich. Hier geht's noch so. Okay, das reicht. Das ist nur mal zum Testen. So, dann kann ich auch gerade mal testen, ob ich noch hier durchkomme. Das ist denn... Es ist eng, aber es geht. So, hätte ich wahrscheinlich erst den Schlauch dran machen sollen. Das jetzt habe ich so noch. Ich muss noch so einen haben. Was hat denn der jetzt da drin? Normal. Upp, das ist der falsche. Auch eigentlich den da.
So, komm hier einmal ankoppeln. Jawohl. Andere Seite. Kann ich den noch ein bisschen ziehen? Na, da geht nichts mehr. Warte mal, ich muss ein bisschen dichter ranfahren. Aber wenn der nachher liegt, kann ich ja eigentlich direkt drüber fahren. So sollte es ja gehen. Wahrscheinlich. Okay, dann halt nicht. Okay, ob das jetzt wirklich ranpasst, das weiß ich natürlich auch nicht, aber das sollte natürlich schon. So, wie sieht's denn jetzt aus? Kommen wir jetzt besser ran? Das geht irgendwie nicht. Oh. Nein. So nicht. Ich wollte das eigentlich anheben. So ist es doch der falsche Schlauch. So, was los? Ich nehme jetzt mal den. Aber dachte, das ist bloß so ein Verbindungsstück. Aber vielleicht passt es auch nicht. Wahrscheinlich passt es gar nicht. Ich kann es da. Nur fallen lassen. Schade. So, ich hätte gemeint, es funktioniert mit dem. Haben wir hinten, haben wir Ausbring-Dingens dran gebaut. Auf der anderen Seite habe ich auch so ein Teil reingebaut. Und oben könnte ich noch saugen. Aber es geht mit dem Anhänger nicht. Geht halt immer bloß da fallen lassen. Gut, da muss ich noch mal gucken beim Händler, was wir da noch besser machen können. Auf jeden Fall kann ich es ja irgendwie da anschließen. Ja, wenn es richtig dran ist wahrscheinlich. So. Zack. Aha, jetzt habe ich sowieso den falschen Schlauch. Gut. In dem Fall sage ich erstmal trotzdem danke fürs Zuschauen. Das nächste Mal gibt es hier mehr von diesem Gülle-System. Ich muss da nochmal kurz zum Händler. Vielleicht muss ich nochmal was anderes kaufen. Mal schauen. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.